Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur 44. Ausgabe von Let's Play SimCity 4. Wir waren letzte Folge dabei, noch so klein, so den feinen Schliff an Egonzonopolis anzulegen. Da werden wir heute auch wieder weitermachen. Und oh, mich macht es echt traurig zu sehen, dass hier dieses ganze Stadtviertel keine Arbeit hat. Wobei ist hier alles gerade so mit Arbeit um Runde. Naja, aber das soll nicht unser Problem sein. Das bedeutet ja nicht, dass sie komplett leer stehen, nur so halb leer. Also die Leute sind ja trotzdem da, nur verarmen sie nach und nach, so wie das aussieht. Und weißt du, oh, jetzt ist alles weg, jetzt ist alles weg. Tja, so einfach geht das. Wie, jetzt ist alles weg. Wie, da. Okay. Von mir aus gerne. Die Autobahn, unser Sorgenkind. Nach wie vor, schauen wir mal. Ja, ich meine ja, letztes Mal festgestellt zu haben. Ah, oh, da benutzt tatsächlich einer die Autobahn. Ja, na endlich. Er fährt hier rüber die Allee, dann nimmt er hier die Auffahrt vom neuen Autobahnkreuz und geht dann hier arbeiten. Das passt doch. Dann würde ich sagen, machen wir hier alles nochmal voll mit Industriegebieten. Dazu aber verlängern wir die Einbahn. Oh, stimmt. Müssten wir eigentlich die Einbahnstraßen verlängern? Ja. Aber. Ja, dann machen wir hier erstmal noch 1, 2, 3. Hier eine Straße, damit ich auch weiß, wo wir ungefähr sind. Die hier weitergeht. Gut, gut, gut. Und hier natürlich. Wollen wir hier schon wieder eine Auffahrt haben? Bietet er es mir überhaupt an? Nein, da ist ja schon eine Auffahrt. Da brauchen wir hier keine. Abbrechen, abbrechen. Und, ja, ein Shortcut für die Einbahnstraßen habe ich tatsächlich noch nicht. Vielleicht gibt es aber auch einen. Wer es weiß, schreibe es mir. Nye, nye, nye. Nye, nye, nye. Nye, nye, nye. Nye, nye, nye. Du, 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 du. Hier sind keine, da können wir wieder normale Straßen nehmen. Nye, nye, nye. Das ist alles, ja, keine Straße unnötig. Ah, hier, genau. Wer hat mich darauf hingewiesen? The Orangenkopf. Schauen wir. Nee. Volumen. Nee. Da, Ronny Mender war es. Ronny Mender meint beim ehemaligen Fernsehturm an der. Beim ehemaligen Fernsehturm an der Autobahn sind die Schienen nicht verbunden. Da hast du recht. Danke für den Hinweis. Und hoffen wir, dass wir hier durchkommen. Nein, da werden wir hier wahrscheinlich so. Ne, ja. Auch noch nicht. Können wir noch eins? Ja, das passt doch. Ah ja, das kann nicht, weil, ne? Schade eigentlich. Oh, komm. Komm. Okay. Bulldoze, Bulldoze. Ja, nicht die Autobahn bulldozen. Ja. Schauen wir mal, wo wir. Ach, da geht's. Ja, da, schau hin. Her. Weg. So, und dann ist das doch hier ein einfaches. Zack, zack, T wie Train und rüber mit dir. Haha. Wunderbar, wo sind die Haltestellen? Hier, hier und hier. Das passt, wunderbar. Hier werde ich jetzt schon mal blindlings die Eisenbahn verbinden. Da kümmere ich mich dann später drum, ob das auch so passt. Da baue ich drum rum, falls es nicht passt. Dasselbe gilt für hier. Da machen wir natürlich eine Anbindung. Hauptsache, ich weiß, dass hier alles schön verbunden ist und kreisrund läuft. Dann hätte ich gerne, wenn hier, da, ja, dann machen wir hinter dem Autobahnkreuz noch eine Eisenbahnverbindung. Hier auch wieder rüber. Hier nicht. Ah, hier schon nicht, ne? Aber wenn ich jetzt so und dann, nimmst du das an? Ja, nimmst du das an? Zack und zack. Easy peasy, gar kein Problem. Städtebau leicht gemacht. Da gehen wir näher dran, weil es ein Problem zu geben scheint. Ja, tatsächlich. Zack, zack. T. Und dann machen wir hier so. Ja, sehr, sehr schön. Vielleicht verlängern wir das auch hier noch in die neue Stadt. Wenn es denn niemals eine geben sollte. Nö, 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 nö. Wie, haben wir hier keinen? Das ist alles schienentechnisch. Ja, wieso hast du keinen Strom? Wieso habt ihr keinen Strom? Haben wir keinen Strom mehr? Machen wir langsam. Strom, Wasser, Energie. Tatsächlich, das ein oder andere Feld scheint überlastet zu sein.
Unser Fusionskraftwerk. Ach, wir können ja einfach, ja, hier, ne? Ah ja, tatsächlich. Stellen wir doch mal hier hoch. War mal volle Pulle. Dann ist das Fusionskraftwerk am Fusionieren und wir sind da zukunftssicher unterwegs. Alles aus. Und, genau. Industriegebiete für die Hightech-Industrie. Dann müssen wir aber hier, ja, machen wir erstmal, zack. Das passt hier ja schon alles. Da können wir ja, falls der Bedarf an öffentlichen Einrichtungen besteht, die immer noch bauen. Zone zu groß, gar kein Problem. Machen wir sie kleiner, zack. Oh, da habe ich mich hier aber. Oh, eine Straße. Nee. Nee, die passt mir überhaupt nicht ins Konzept. Da bleiben wir. Hoppla. Da bleiben wir auf jeden Fall bei unserem Konzept. Dann gehen wir hier, weil da kannst du wahrscheinlich eh keine. Und hier dann. Nee, auch nicht. Aber hier, ja. Ach. Dann werden wir hier. Nee, können wir auch nicht. Wenn wir hier, weil ja, wenn. Mein Gedankengang ist, wenn die Leute hier runterfahren, dahin. Ja, das ist aber kein Problem. Wenn sie hier runter fahren, hier rüber und sind, dann. Das ist doch. Das passt doch. Oder. Ja, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Gut. Ja, das müsste auf jeden Fall ganz viele neue Arbeitsplätze bringen, hoffe ich doch. Dann machen wir hier auch nochmal. Zack. Dicht besiedelstes Industriegebiet ohne Straße dazwischen. Straßen kosten nur wertvollen Bauplatz. Hier auch. Wer weiß, ob wir das nicht schon brauchen. Ja, das ist alles gute Arbeit. Ja, dann machen wir hier noch so ein 1, 2, nee, warte. Sind das jetzt 2 oder 3? 1, 2, 3. So. Gut. Jetzt lassen wir wieder schneller laufen, in der Hoffnung, dass sich diese Industriegebiete auch dementsprechend entwickeln und die Leute selbst von hier dann über die Autobahn, die jetzt wieder keine Arbeit haben, über die Autobahn hier hinfahren. Die Autobahn funktioniert, so wie es aussieht. Endlich. Frachtlaster. Wenigstens benutzen die Frachtlaster die Autobahn. Und hier sehen wir auch, hier, wunderbar. Sind nicht viele, nur 154. Aber immerhin, ne? Und hier sind schon mehr. Null. Nee, aber man sieht ja, hoppla, dass die Leute hier die Autobahn einfach benutzen. Vor allem die Gewerbetreibenden hier fahren dann da rüber, hier. Und zur Nachbarstadt. Da, schau her. Haben wir euch hier auch verbunden, dass ihr auch die noch nicht existente Nachbarschaft benutzen könnt? Okay. Nice. Was ist hier passiert? Ah, ich habe schon gedacht, die Stromlinien, ne, hier haben einen Anschluss. Alt-R wie Road. Da würde ich sagen, bulldozen wir diesen Anschluss. Und machen lieber, und dann müssen wir wahrscheinlich auch den hier komplett wegmachen, aber ja nicht die. Den Stromanschluss, jetzt pass auf, Autobahn, erhöhte Autobahn, wo ist sie? Da. Zack. Und dann machen wir nämlich den Anschluss per Allee, natürlich so, ja, annehmen. Annehmen. Ja. Und dann haben wir hier eine Allee hochgelegt und sind zukunftssicher unterwegs. Hier vielleicht auch nochmal, ja, böte sich an. Annehmen. Da hat er mich jetzt gar nicht gefragt. Okay, ist das auch. Okay, so. Ja, so lange. Warte mal hier. 1, 2, 3. Wo werden wir die hier weiterführen? Die hier auf jeden Fall. Und da muss wieder gefriemelt werden. Das ist. Ach. Dann mach ich weiter. Jetzt, ach komm, hier. Alter. Oh. Zack, fertig. Möchte ich hier eine Auffahrt oder hier eine Auffahrt? Ich hätte sie gerne schon hier. Aber hier ist ja die. Nee. Ha. Also hier möchte ich auf jeden Fall eine. Annehmen, annehmen. Genau, hier eine Verbindung. Dann möchte ich hier eine annehmen. Und hier eine, wenn das geht. Geht nicht wegen den Eisenbahnschienen. Dann verlegen wir die Eisenbahnschienen. Das ist doch gar kein Problem. Dann müssen wir hier aber alles großflächig wegmachen. Wieder die Autobahn nehmen. Erhöhte, ja. Alt-R für die Anbindung. Annehmen, ja. Und dann T.
für Drain, um hier diesen Schlenker zu machen. Der natürlich nicht so funktioniert. Aber ganz einfach, wenn wir... Genau. Erst die Unterführung, dann die Anbindung. Und so... Yep. Gar kein Problem. Coolio, dann hier und hier oder nur hier? Zu viele ist natürlich... Aber die wird ja so wenig benutzt, da ist es, glaube ich, nicht schlimm, wenn da mehr Anbindungen sind. Da hat er mir jetzt auch gar nichts angeboten. Okay, dann sag mal doch einfach, dass du hier noch... Hier natürlich nicht. Hier noch eine machen sollst. Ja. Dann passt das. Das sieht soweit ganz gut aus. Das gefällt mir. Hier oben. Wir könnten diese komplette Road durch eine Allee ersetzen. Das wäre nicht das Verkehrteste. Das wird jetzt ein Großprojekt in der Hoffnung, dass ich nicht abrutsche und das Falsche abreiße. Nein. Hier war eine Verbindung, das merken wir uns. Okay, hier machen wir erstmal zack. Okay, die Anbindung machen wir ein andern Mal. Und tatsächlich kriegen wir die hier rüber. Ja, nice. Und dann machen wir doch hier mal in den Bergen auch ein bisschen so, weißt du? Da bietet er mir auch nicht an, diese Verbindung herzustellen. Okay. Ja, und da. Zack und zack. Zack und zack, habe ich gesagt. Alle. War das so? So und... Oh. Alter. Warte, was? Mach doch einmal... Hä? Ah. Hier noch die Verbindung. Hier und... So, dann lass das einfach. Okay. Trotzdem hätte ich gerne hier noch eine Autobahnauffahrt. Die machen... Können wir ja einfach... Oh. Annehmen. Wunderbar. Ja, dann machen wir hier so ein kleines Dreieck aus Alleen. Bullos. Ja. Wunderbar. So. Kein Wasser. Ah, aber das liegt, glaube ich, nicht an... Oh, doch. Wir haben schon wieder Wassermangel. Eieiei. Wahrscheinlich, weil die Wasserpumpen schon wieder veraltet sind. Die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Ja, 76%, 97%. Da bauen wir eine neue. Aber gleich eine große. Da möchte ich mich nicht länger drum kümmern als unbedingt nötig. Eigentlich würde ich das hier im Eck gerne mal komplett abreißen und da auf Nummer sicher gehen. Aber so wie es aussieht, haben da schon alle einen Anschluss. Du und du. Wenn das hier dieser Wasseranschluss darstellen soll, dann ja. Gut. So, was haben wir denn noch für Autobahn wir benutzt? Die Autobahn hier, die Eisenbahn haben wir angeschlossen, sehr gut. Stau, können wir uns jetzt nichts dran ändern. Neuschwanstein steht. Genau, die Verkehrsansicht, da nicht auf Stau, sondern auf Volumen. Und dann sehen wir, dass die Autobahn zumindest einspurig genutzt wird. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Hohes Volumen, ja. Und wenn wir auf den Stau gucken, dann ist die Autobahn grün, deswegen sollen wir alle Autobahn nutzen. Ah ja, genau, was ich noch vorhatte, war, jetzt pass auf, alles aus, die U-Bahn, zack, zack, ja auch alles aus, nicht nur durch die Wohngebiete laufen zu lassen, sondern natürlich auch in die Arbeitsstellen, in die Industriegebiete. Ja, dann machen wir hier einmal komplett durch und suchen... Nein. Erst die Stationen, dann die U-Bahn. Den Fehler mache ich nicht, mich da verleiten zu lassen. Die Röhren folgen nämlich den Stationen. So, hier also. Da ist eine sehr gute Stelle für eine U-Bahn-Station. Hier auch eigentlich irgendwo. Da hier bestimmt irgendwann mal eine gebaut, irgendwas gebaut wird, ist das okay. Dann hier... Hier.
hier, und eigentlich auch hier, glaube ich, bereits besetzt. Achso, ja, aber nur von dem Park. Also da können wir ja wohl locker flockig eine U-Bahn-Station hinpflanzen. Ja. Wo haben wir jetzt hier? Da haben wir Platz gemacht. Dann hier. Bereits besetzt. Ist okay. Hier auch. Ah ja, das ist alles besetzt. Hier nicht. Gut. Ja, das sieht doch nach was aus. Gut, wenn hier und hier eine ist. Und wo ist dann die nächste? Habe ich hier schon eine? Beim Fernsehturm? Beim Fernsehturm müsste auch eigentlich eine. Ah ne, hier habe ich schon eine hingesetzt. Okay. Dann ist das hier die nächste. Okay. Sind das hier zwei? Ne, das sind Bushalter. Okay. Muss mal gucken, ob hier noch eine ist in der Ecke. Da hätte ich auf jeden Fall gern noch eine. Bau mal lieber mal eine. Verkehrt ist es ja nicht. Da ist der Zug. Da kommt nichts hin. Nee. Da. Genau. U-Bahn-Station. Zack. Hier ist eine. Hier. Und haben wir hier eine hingesetzt? Nein. Machen wir aber. Okay, das muss jetzt erstmal reichen. Dann verbinden wir die jetzt noch. Ach, klick immer auf das falsche Icon. So, schauen wir mal. Ich hoffe, mir werden jetzt nur die angezeigt. Warum hier so ein Schlenker ist, weiß ich nicht. Der kann weg. Ach, müsste doch bestimmt auch einen Shortcut für die U-Bahn geben. Naja, ich nehme es ja. Ich nehme es einfach nicht mehr aus der Hand. So, du... nee, warte. Ah, gut, der Anschluss geht ja doch einfacher als gedacht. Gehst du hier rum? Hier ist natürlich... Ja, Mama... Ach, eins weiter. So. Oh, wunderbar. Jetzt haben wir bei dir hier das Problem, dass du nicht wirklich angebunden bist. Das ändern wir sofort. Indem wir dich hier verbinden. Boah, das sieht toll aus. Das passt genau. Dann haben wir hier eine Station. Die verbinden wir hier. Und ja, na, ob das so okay ist, weiß ich nicht. Aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Dann kommen wir vom Norden her zu der Station. Hoppla. Nie diese scharfen Kurven möchte ich eigentlich vermeiden, denn ich gehe davon aus, dass die die U-Bahn nur verzögern. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir hier trotzdem eine, oder? Naja, ist er. So, wenn da mal eine drin ist, ist das eigentlich so schlimm. Dann zack. Da. Sind wir da in der U-Bahn? Nee, ne? Jetzt. Und dann können wir hier bulldozen. Und hier auch. Ja, das sieht gut aus. So, dann haben wir hier... Okay, die ist echt unnötig, glaube ich. Wobei, wenn wir natürlich die Verbindung hier schaffen, dann ist sie gar nicht so unnötig. Okay. Jetzt haben wir das... Was habe ich denn? Warte, dann können wir hier nicht zur Station verbinden. Ja. Das hier muss weg noch. Und dann haben wir euch alle. Und euch verbinden wir wie? Auf jeden Fall einmal so. Du kommst natürlich weiter her. Du nimmst die Verbindung hier auf. Ah. Okay. Dann gehen wir hier entlang. Ja. Ja. Passt das? Ja, da werden wir auch ein bisschen Feinarbeit machen. Und dann würde ich auch sagen... Ah, die Frage ist es natürlich... ich weiß ja nicht... Wenn man jetzt so eine T-Kreuzung da reinmacht, ob die U-Bahn dann überhaupt hier abbiegt, ne? Aber ich hoffe es doch mal. Ich denke, ja. Denn das haben sie nur nicht so darstellen können. Ja, dann machen wir hier doch noch eine Verbindung. Dann passt das. Ja, sieht gut aus. Hier ist mir ein bisschen wenig. Da hätte ich dann doch gerne noch in der Mitte vielleicht die ein oder andere Station. Dass man hier so ein Kreuz aufmacht. Schauen wir mal, was wir hier... Wobei, hier ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, glaube ich, hier in der Ecke. Das war alles derbe zugebaut, aber da werden wir doch noch ein Plätzchen finden. Hier zum Beispiel sehe ich, dass da nichts ist. Aber eigentlich müsste ich irgendwo innerhalb dieser sechs
Felder was finden. Da müssten wir Big Ben aufgeben. Das wäre nicht verkehrt. Und was ist hier? Hier sehe ich doch freie Plätze. U-Bahn-Station. Bereits besetzt. Da ist Platz. Hahaha. Nice. Ich weiß nicht, wie es kommt. Aber da haben wir Glück gehabt.